here we go. Dementsprechend tut mir das schon mal leid. Aber es ist halt so. Und am Wochenende habe ich natürlich Zeit zum, etwas mehr Zeit zum Aufnehmen. Und dann natürlich will ich in meiner Freizeit auch etwas zocken. Oder andere Sachen unternehmen. Dementsprechend kann ich das nie so sagen, wann ich zum Aufnehmen komme. Ich mache das ganze YouTube-Zeug ja auch nur aus Spaß. Und auch in meiner Freizeit. Das heißt, ja. Ich mache Videos, wann ich Lust habe, wenn ich Lust und Zeit habe. Ich versuche natürlich, so oft wie möglich Videos zu machen. Tolle Videos. Schöne Videos. Shit! Scheiß Videos! Sachen, die mir gefallen. Und einfach mit euch zusammen hier ein bisschen das zu genießen. Und ja, so ein Video ist natürlich auch echt viel Arbeit. Selbst wenn man sich mal dieses anschaut, das, keine Ahnung, wie lange das Video gehen wird. Sagen wir mal eine Stunde. Dann ist ja die Arbeit noch lange nicht getan. Dann muss ich das zuerst mal bearbeiten. Dann muss ich das rendern. Dann muss ich das hochladen. Dann muss ich die ganzen Einstellungen machen. Thumbnail erstellen. Tags erstellen. Ich meine, danach kommen... sehe noch mal mindestens 2-3 Stunden Arbeit auf mich zu, allein bei diesem Video. Also das ist schon eine Herausforderung. Ja, nicht Herausforderung, ich meine, wenn man es kann, dann geht es schon, aber man darf es nicht unterschätzen. So meine ich das. So meine ich was. Tatsächlich. Eine Coin. Die war fies versteckt, man. Hätte ich die jemals gefunden. Kettenwuffi. So. Ist da oben was? Kann man da rein? Letzte Münze, ich brauche nur eine. Aber wo ist die? Kann man da lang? Dankeschön. Boah, das hätte jetzt auch eine böse Überraschung sein können. Alle Münzen geschnappt. Ich habe Angst, Mann. Wieso sind da... Hat das zu bedeuten, ich habe Angst. Kamek. Oh du Shit, Mann. Zum Teufel. Willst du mich verarschen? Goomba? Aha. Ich sehe ja nichts mehr. Ich sehe ja nichts mehr, Mann. Ich weiß ja nicht mal... Was ist denn da oben jetzt? Nein, nein! Was habe ich denn falsch gemacht jetzt? Och, fuck, und jetzt?
Sterben oder wie? Mann. Jetzt kotzt mich's dann doch an, dass da kein weiterer Checkpoint ist. Mein Gott, weil ich weiß ja gar nicht, was habe ich jetzt falsch gemacht? War der Goomba, der da runtergefallen ist, der Schlüssel zum Sieg, oder? Was? Mann. Kotzt mich das jetzt an. Also Frustfaktor ist schon hoch in dem Level. Aber vielleicht bin ich auch nur ein bisschen erweichlich. Wir sind sowieso alle erweichlich. Guck mal, früher hat es gar keine Speicherpunkte gegeben in den Levels. Da wurde noch mit Passwörtern und so gearbeitet. Und was weiß ich nicht. Ich bin ein Mii, ich schaff das. Aber ankotzen tut es mich trotzdem. Mein Gott, aber... Der Aha-Effekt in diesem Level, in diesem fantastischen Level, der ist wirklich so fantastisch. Also dauernd so Aha-Momente. Ah, so geht das, so kommt man da weiter. Es ist gepaart mit so fantastischen Ideen. Muss ich echt sagen. Ah, gut, das haben wir geschafft. Ja, mit dem Stöckelschuh. Mario und seine Schuhe. Wieso hat er einen Stöckelschuh in seinem Repertoire? Fangen wir gar nicht erst. So, hier oben wissen wir ja. Ist eine versteckt. So. Ruhig bleiben. Alle Münzlein wieder einsammeln. Ich glaube, ich habe vorhin die Passage, wo man so springen muss, sowieso falsch gemacht. Hole ich mir da nochmal. Ich muss da ja sowieso nochmal lang. So, Kettenwuffi, hau ab jetzt. Ach, Mann. Wieso? Wieso, frage ich euch. Ich fehle hier an den unnötigsten Orten. Boah, das Video wird zu lang, Leute. Was soll ich machen? Ja, dann ist es halt so lang. Vor allem diese Passage hier kostet immer unnötig viel Zeit. Jetzt komm schon, du Scheißdreck. Leute, vielleicht splitte ich dieses Video auch in zwei Parts auf. Es bringt ja nichts. Alter! Ihr wisst ja natürlich, könnt ihr diese Szenen auch immer cutten. Aber ihr könntet ja auch immer vorspulen. Also, die Schuld liegt bei uns beiden. Oh, ich werde heute Nacht Albträume von dem Level haben. Glaubt ihr mir? Das könnt ihr ruhig. Ja, komm jetzt. Und Scheiß, Alter. Jetzt aber. Diese Passage mag ich gar nicht. Es ist zwar sehr kreativ, aber ich bin eben zu doof. Ich stell mich zu doof an. Jetzt komm, jetzt schaffen wir das. Bitte schaffen. Gut. Einsammeln, einmal. So. Erstes Hindernis geschafft. So, zweites auch geschafft. Münze da oben holen. Komm, jetzt schaffen wir das auch noch. Kettenwuffi kommt, ich weiß. Knochentrocken auch. So, zack. Komm, das hier schaffen.
Zack, gut. Zack, geschafft. Eine noch. Runter, runter. Gut. Dementsprechend haben wir das wieder geschafft. Alter, jetzt kommt der Scheiß wieder hier. Was zum fucking Teufel, Mann! Alter! Alter, fick dich doch! Boah, dieses Hindernis, das nervt immer. Es braucht immer so viel Zeit hier. Und das Steuerkreuz, das ist so schwammig, keine Ahnung. Er führt den Move gar nicht immer aus, wenn ich das will. Ja, war jetzt natürlich nicht geplant, dass der Part so lange geht, beziehungsweise dass ich den in zwei Parts splitten muss. Deswegen gehen mir jetzt natürlich die Gesprächsthemen aus. Es tut mir leid. Das muss ich schaffen, komm. Nee, ich brauche hier den großen Mario, ich... Verdammter Trottel! Oh. Ein Fehler nach dem anderen, Leute. Ich sag's euch. Es ist nicht leicht in meiner Haut. Jetzt will ich's dann aber doch schaffen. Ob ihr es mir glaubt oder nicht. Ich habe noch Besseres zu tun. Das soll jetzt nicht heißen, dass das Level scheiße ist, aber... Leute! Schon eine Stunde sitze ich an diesem Level. An einem einzigen Level. Und ich weiß immer noch nicht genau, wie ich nachher weiterkomme. So, zack. Und mein Schuh. Erstes Hindernis. Kettenmuffi kommt, ich weiß es. So. Nächste Münze. Das ist noch eine gefährliche Stelle. Gut. Ja, natürlich, das ist auch alles gefährlich. Hier auch aufpassen. Eine Münze fehlt noch. Runter, runter, runter. Gut, gut. So, und jetzt gleich kommt der... größte Scheiß des Jahrhunderts. Muss man hier einfach rushen? Mann, 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 Mann! Oh mein Gott. Ich bin so kurz vor so einem Rage Quit, ey Leute. Es war doch nur ein 25 Minuten Part geplant. Eine 25 Minuten Aufnahme, vielleicht auch 30, okay? Wo habe ich mich wieder reingeritten? Was habe ich mir wieder eingebrockt hier? Ich bin verzweifelt, ich weine. Ach, komm, jetzt schaffen wir das doch. Hey, man muss ein bisschen optimistisch denken. Auch Albert Einstein hat die Realitätstheorie oder was auch immer der entdeckt hat, sicher nicht beim ersten Mal entdeckt. Was ist denn das wieder für ein Scheißbeispiel? Und wieso sterbe ich da und wie eine Scheißmücke, die man zerklatscht, ey? Jetzt reicht's hier langsam hier. Ah, was ist denn hier los, du mit deinem Scheißschuh, ey? Stöckelschuh.
Bist du eine Transe oder was, ey? So. Jetzt gut. Das hätten wir. So, rein da, aber schnell auch noch. So, komm, du scheiß Kugel, Willi. So, auf da. So, aufpassen da. Aufpassen, Schuh behalten. Hier auch wieder aufpassen. Gut. Wieder. Leute, man muss genau den Münzen folgen. Wenn man da etwas erfolgreich sein will. Hier ist so eine Art Ziellinie. Ich weiß es nicht, Leute! Wisst ihr, und wenn man dann diese Strecke geschafft hat. Wenn man sie dann geschafft hat. Was ist denn dann? Dann weiß ich ja nicht mal weiter. Ich war doch da. Ich hab's... Ich kann's mir nicht ausmalen, was man dann da tun muss. Es ist so fies, die Stelle. Wieso ist da kein Speicherpunkt? Ja gut, das... man kann nicht überall einen Speicherpunkt hinsetzen, da bin ich mir bewusst. Aber dass man dann immer den Scheiß hier tun muss, das frisst so viel Zeit. Ja, komm jetzt, Mann! Was ist denn dein Problem? Oh, Mama Mia! What are going on here? Mach doch jetzt! Oh mein Gott. Ich bin echt aufgeregt, Leute. Es ist doch zum Verzweifeln, du Wichser, Mann, Mario! Hoffentlich bricht sich der Wichser in Mario Odyssey das Genick, dann sind wir ihn los, ey. Sorry, Leute, aber... Das ist ja nicht normal, ey. Tut mir auch leid. Ja, komm jetzt, muss gar nicht so cool tun mit deinem Stöckelschuh. So, jetzt aber, komm. So. Durchatmen. Nee, gib den her. So, ich weiß eben nicht mehr, wie es nachher weitergeht. Soll ich da ruhig bleiben oder wie? Oder soll ich den Münzen folgen? Oder wie hab ich's dann... Zum ersten Mal, wo ich da war, bin ich doch bis ans Ende gekommen irgendwie. Und dann ging's nicht mehr weiter. Nein! Nein, 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 nein! Es ist so nervig. Bis man das mal geschafft hat, vergehen wieder 10 Minuten. Ach, ich brauche einen Kaffee, Leute. Ich werde hier wahnsinnig. Ja, was bist denn du so dumm? Thank you.
Meine Fresse. Mein Gott! Ich krieg hier keine Luft mehr. So unfassbar ist das hier in diesem Level. Es ist mein eigener Skill. Ich ärgere mich hier über gar nichts anderes, außer über meinen eigenen Skill, weil ich so dumm bin, weil ich gar nichts kann hier. Gebe ich Mario die Schuld, ey. Der kann am wenigsten dafür. Der befolgt nur das, was ich tue. So geht's am leichtesten. Ohne Druck darunter. So, her mit dem Schuh. Jetzt lösen wir die Passage schnell. Jetzt sehen wir uns die nächste ganz in Ruhe an. Es bringt nichts, wenn man so aufgebracht ist. Aber ich weiß mir ja selbst nicht mehr zu helfen. Es tut mir leid. Zack. Nicht runterfallen, bitte. Zack. Gut, Schlüssel her. Jetzt geht das wieder los. Oh mein Gott, wieso? Also hier hättest du ruhig, oder hätte man ruhig eine Speicherflagge hintun können. So. Krass hier. Lassen, bitte. So, einmal. Schieß halt den Scheiß. Du fetter Drecksack, was ist denn dein Problem? Wieso wirfst du mit Hämmern da in dieser Lavaschlucht, Mann? So ein Arschloch, da hätte ich doch gar nichts machen können, oder? Hätte ich da was machen können? Fuck! Wirft er da mit Hämmern, der fette Lümmel, Mann! Das soll mal abnehmen! Das soll sich mal einen Apfel kaufen und nicht nur Hämmer! Tut mir leid! Ich bin verzweifelt! So, hier ein bisschen langsamer haben wir gesagt. Komm. Zum 100. Mal mache ich die Passage jetzt. Quellenza! Wieso hast du den Fettsack dahin getan? Schick den mal ins Abnehmcamp. Falls es sowas gibt. Ah ja, Biggest Loser, oder wie heißt das? Keine Ahnung. Gibt sogar sowas. Ja, der wäre bestimmt der Biggest Loser. Nein, ich warne schon, das heißt der fettest Loser. So. Und da wird er der Champion, das schwöre ich euch. So, wir sind gleich wieder beim fettest Loser hier. Wieder Muffensausen hier wegen dem fetten Schwein. Ich weiß, dass er da drüben lauert. Guck den scheiß fetten Hund an! Stirb, Arschloch! Alles hat er mir wieder versaut hier. Kein Wunder, dass die Jugend heutzutage immer fetter wird, ey. Wie in Amerika fressen sie sich jeden Burger rein, den sie sehen, ey. Tut mir leid. Gott. Ich will doch nur dieses Level schaffen. Ist das zu viel verlangt? Teufel. Heiliger Satan. Anubis, Hades und wie ihr alle heißt. Lasst mich dieses Level hier schaffen, bitte. Dafür verkaufe ich euch meine Seele. Dafür werde ich nach meinem Leben
in der Hölle schmoren, okay? Für alle, in alle, bis in alle Ewigkeit. Lasst mich nur dieses Level schaffen, okay? Gut. Hier siehst du, Quellenzer, wozu du mich treiben musst. Ich muss einen Pakt mit dem Teufel eingehen, damit ich hier nicht wahnsinnig werde. Mein Gott. Aber ich bin schon wahnsinnig, also. Also Leute, wenn ich das hier nicht überlebe, ihr wisst, wo ihr mich findet, in der Hölle. Jetzt habe ich es geschafft. Jetzt habe ich es endgültig geschafft. So. Gut. Jetzt muss ich aufpassen auf dieses fette Schwein. Nein, nein, nein! Mann, ich... Mann, ich hasse die Passage so... Ich glaube, das ist dieses Level ist die Strafe für all der. Das ist die Strafe Gottes für all das Zeug, das ich in meinem Leben verbrochen habe. Das Leben ist pure Buße. Es tut mir leid, dass ich immer so viel Scheiße rede, okay? Es tut mir leid, falls ich mal jemanden verletzt habe mit meinen Worten. Tut mir leid, dass ich. Tut mir leid, was ich damals als dreijähriger Bub mit einem Gartenschlauch eine ganze Ameisenkolonie ausgelöscht habe. Okay, es tut mir leid, ich bereue es. Ich bereue es. Ich weiß noch ganz genau, wie ich dieser unschuldigen Ameisenkönigin, wie ich sie einfing und dann ihre Flügel ausriss und sie dann auf den Boden setzte, damit sie mit ihrem Volk laufen konnte. Es tut mir leid. Nun ist es mir klar, es war falsch. Es war so falsch. Bitte. Gott, falls in deinem Himmel noch kein Platz für mich ist. Ich hab gestanden, okay? Ich hab gestanden. Bitte, gib mir ein Zeichen, nur eins. Ich werd's nie wieder tun. Oh, ich weiß es. Schick mir irgendwelche drei Geister heute Nacht, die mich besuchen und mich bekehren oder keine Ahnung. Schick mir drei Arschlöcher, ist auch schon egal. Keine Ahnung. Heiliger Abraham oder wie du auch immer heißt. Ich will deine Steintafel, deine beschissene Steintafel lesen und... Oh nein. Okay, komm. Ich muss mich beruhigen, ich muss es schaffen. Du scheiß fetter Abraham, ich hasse dich. Oh, mein Gott. Oh Mann, ich habe alles versucht. Ich habe zum Teufel gebetet. Ich habe zu Gott gebetet. Zu wem soll ich noch gebeten? Quellenz, soll ich zu dir beten oder was? Ist das dein Ziel? Ist das dein Ziel oder wie? Wahrscheinlich, oder? Ja, super, du... Wirst wegen Mordes angeklagt, weil du mich getötet hast. Da kommst du überall in den Nachrichten. Ist es das? Quellenza tötet mit Level einen fetten, verfressenen YouTuber. Mit großem Maul. Okay. Ist es das? Was du hören willst morgen in der Zeitung? Oder im Radio? Oder keine Ahnung, wo auch immer? Es wird dich immer verfolgen. Immer. Naja, okay. Man wird mich nach einem Tag vergessen, vermutlich. Aber trotzdem! Ich bin auch ein Mensch! Das ist eine Zumutung, das Level. So. Komm. Zusammenreißen.
Wie oft habe ich das heute schon gesagt? Wie lange geht denn der Part schon? Wie lange nehme ich schon auf? Ich war so fröhlich vor diesem Level. Ich dachte mir, ich nehme eine Runde Mario Maker auf. Die Sonne scheint draußen, die Sonne, sie lacht, die Wolken, sie lachen auch. Doch nur... Shit! Mein Gott, das musste jetzt nicht sein. Aber egal, bin ja noch am Leben und hab meinen Schuh noch. Aber draußen die Sonne, die Wolken und der Himmel lachte und nur ich bin der, der weint wegen diesem Level. So ist das. Komm. Nein! Man braucht den Goomba tatsächlich!